Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wulong Fallen Dynasty. Wir fortfahren dieses Spiel. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, ich weiß aber genau, was es vor uns liegt und ich bin ein bisschen besorgt, sagen wir es mal so. Guandu Hinan Kommandantur Provinzili. Dieser Kreuzzung des Kyushui-Kanals bietet mittels eines Netzwerks von Kanälen Zugang über den südöstlichen gelben Fluss. Der Kyushui-Kanal wurde in der Zeit der Frühlings- und Herbstannalen sowie der streitenden Reiche vom Staat Wei entwickelt. Zusammen mit den Flüssen Pushui und Chishui wurde er in ein komplexes Wasserstraßensystem östlich der Wei-Hauptstadt Dalyang und mit dem Honggu-Kanal im Süden integriert. Als strategischer Punkt, der den Norden und den Süden verbindet, ließ Cao Cao hier eine gut verteidigte Festung errichten, die dennoch Yuan Shaos unerbitterlichen Vormarsch zum Opfer fiel. Yuan Shao ließ dann seinen riesigen Elixiervorrat hierher bringen und das freigesetzte dämonische Qi verschlang die Festung und verwandelte sie in etwas, das zuvor nur in Albträumen zu sehen war. So, wir haben hier folgende Probleme. Ich meine, der gute Daoist ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem bin eher ich. Und der große Drache, der auf uns wartet. Sie hat keine Lust, sie macht dann später was anderes. Und wir rufen uns erstmal zwei Kameraden zu Hilfe. Und zwar irgendjemand coolen. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt noch irgendwie relativ stark hinkriege. Wen rufen wir uns denn? Gegnerstatus-Effekt auf Bau. Plus 7,2 ist eigentlich cool. Negative Effektdauer. Plus 3,6. Wahres Ki. Schutz, Gesundheitswiederherstellung. Also die Xun Yu ist schon sehr, sehr gut. Status-Effekt Wiederherstellung. Willensverbrauch. Also, ihn habe ich ja gern dabei. Moralpunkte gewinnen. Durch besiegte Gegner. Willensgewinn durch Ablenken. Ja, also wir rufen uns auf jeden Fall ihn hier, weil die Gesundheitswiederherstellung ist eigentlich ganz cool und der Kiesschutz. So, hallo, na, so, jetzt rufen wir uns noch ein, wir haben noch ein paar Dinge, wenn ich natürlich jetzt so lange hier die Leute rufe, er wird ein bisschen krass. So, was haben wir denn hier, der versteht sich eigentlich ganz gut mit dem Xung Yu. Ich hätte aber lieber gern noch jemanden, der draufhaut. Willens war. Okay, wir nehmen mal ihn dazu. Er müsste eigentlich eine Axt haben. War er das mit der. Ja, er hat eine Axt, okay. Supi. Wir haben 44.000 Ki. Ich war am Wochenende wieder. Demon's Souls aufgenommen, da gab es ja Seelen. Jetzt war ich ganz kurz verwirrt. Oder da gibt es ja Seelen. Nicht aufgenommen war, Livestream. So, wir müssen jetzt hier rein. Wir werden uns einmal diese Sequenzen anschauen und dann bei den weiteren Versuchen nicht. Das machen wir so wie immer, gell? Wisst ihr Bescheid? Ich dachte nicht, dass du noch leben kannst. 你有天运相护，如何同老夫联手炼制无上的丹药，踏上通往仙界之路？我绝不会让你肆意妄为！龙镜，来帮为师一把，压制住那头龙。 难以坚持太久，看来你不打算服从老夫，那么就成为登仙的祭品吧。 Ha! Okay. Oh Gott. Ich muss gerade mal überlegen, wie nochmal alles funktioniert. Sei mal nicht so schnell. Ich sehe nichts. Kriegst du das mal einen vom Kopf hier? Oh, ne, hast du nicht gemacht. Ha!
ganz ehrlich sagen, ich vermisse Lu Bu immer noch. Los, haut auf ihn drauf, Leute. Yeah! Wow! Eieiei. Boah. Ich habe vorhin so ein Vitaminzeug getrunken. Ja, also ich habe das jetzt das Vitaminzeug nicht wegen Wulong getrunken, sondern weil mir manchmal, weil ich den einen, ich habe den einen Nerv bei mir am Arm überstrapaziert. Und da habe ich gelesen, dass wohl B12-Vitamin gut ist dafür. Und deswegen habe ich so ein Vitaminzeug getrunken. Oh Mann, ey, ich hab, also jetzt habe ich ja wirklich mal eine hier, was ist das, geht ja mal gar nicht. Geht ja keine Kuhhaut hier. Ich will auch mit kämpfen. Ich will doch nicht. Ah! Oh nein! Oh! Ei, ei. Oh, uh-oh. Boah, du bist so nervig.
Oh. Oh Gott, das hätte gar nichts gebracht. Oh, jetzt fängt er damit an. Nein, ich sehe nichts. Nein, nein. Ja, oder? Ich glaub's ja wohl nicht. Das glaube ich jetzt aber wirklich nicht. Das ist ja... Er! Ihn habe ich ja völlig vergessen. Boah, ich bin voll am Zittern. Vernichter des Bösen. Ja, krass, oder? Nama. Jehau du bei Tola, wo du ein Sieg im Bo. Natio. Hohoyo Chila. Also. Unsere Figur sieht ja mal nicht so begeistert aus, würde ich sagen. Oh, guck mal, wir sind wieder Jin. Oh oh. Das ist toll gemacht, ey. Echt toll.
Abgelegenes Bergdorf. Ich will jetzt hier erstmal eine Standarte finden. Was soll das? Ich muss erstmal hier Level erhöhen. Falscher Knopf. Notiz des Jungen mit Augenbinde. Wir haben was zu lesen. Wir haben was zu lesen. So. Ich muss weiter klar bleiben hier. Meine Familie musste aus unserem Heim in einem anderen Bezirk fliehen. Mein Vater starb und ich wurde vom Rest getrennt. Aber die Menschen im Dorf waren so freundlich zu mir. Und ich schaffte es zu überleben. Die gelben Turbane erhoben sich und behaupteten, die ideale Welt erschaffen zu wollen, aber niemals ändern sie mit ihrer gedankenlosen Gewalt etwas. Und doch wird das Haus Hahn über kurz oder lang untergehen. Ich kann nur raten, wie sich diese Zeit großer Veränderung entwickeln wird. Ja, abgelegenes Bergdorf. Ich vergesse auch immer, dass ich springen kann bei den ganzen Bosskämpfen. Mir ist es vorhin wieder eingefallen. Ich hasse diese riesigen Drachen. Ich komme da nie ran. Ich habe immer das Gefühl, ich laufe extrem langsam. Ich hätte gerne Standarte, bitte. Es wäre mir ein wahrhaftes Sonnenblumenpflücken. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen hier leise machen. Ich hätte vielleicht ein paar Sonnenblumen dieses Jahr anpflanzen sollen. Ich glaube, das wäre cool gewesen. Aber dann pflanzt man Sonnenblumen an. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Es könnte auch der Kaffee sein, der mich gerade so aufputscht. Ich trinke jetzt erstmal keinen mehr. Oder der Hunger. Eins von beiden. Wo ist meine Standarte? Ich rat's gleich aus. Hä, war aber hier nicht schon mal? Sieht das so ähnlich aus. Ja, wir waren hier doch schon mal. Hatte ich nicht mal in so einem Gebiet die letzte Standarte gesucht und habe sie nicht gefunden, weil sie in irgendeiner Hütte drin war? Ja, das ist mal Kunst hier an der Wand. Also wenn man jetzt bei Gollum, würde ich jetzt hier an der Wand rumrennen. So. Hier stehen Kisten davor, das heißt, hier gibt es irgendwas drin. Doch nicht. Ich fühle mich verarscht. Dieses Viereck hier sieht aus wie so eine Dingsbumsmauer bei Neo, die einen dann angreift, wenn man sie wütend macht. Ja, das ist das Anfangsdorf, oder? Bloß ein bisschen anders. Notiz eines verängstigten Händlers. Ich wusste, dass dieser unheimliche Drache ein böses Omen war. Sobald er auftauchte, griffen diese Schurken der gelben Turbane an. Es ist schrecklich. Ich habe das Gefühl, die Schreie der Gefallenen aus diesem Berg aus Leichen zu hören. Ich sollte dankbar sein, dass ich fort war, um meine Waren zu verkaufen. Aber unser friedliches Dorf, es ist vernichtet. Ja, ich weiß. Ich weiß doch nicht. Weiß ich doch? Ich weiß es nicht. Notiz eines Dörflers. Jetzt geht's aber ab hier mit den Notizen. Falsch. Wie dankbar ich bin, dass diese Milizsoldaten bis zu diesem winzigen Dorf gekommen sind. Einer von ihnen war praktisch tot, bevor er plötzlich von Licht umhüllt wurde und sich wieder erhob. Habe ich mir das nur eingebildet? Ist er vielleicht tot? Also auf jeden Fall haben wir hier einen roten Mond. Rote Monde sind ja nicht unbedingt das beste Zeichen für irgendwas. Ja, wir sind doch eigentlich da hochgerannt hier. Ja, ich kenne dieses Dorf. Und hier war es eigentlich überall gebrannt. Da vorne sind wir immer hergekommen. Und hier hinten war irgendwo so ein doofer Tiger, der mich ständig umgebracht hat. Ich erinnere mich. Notiz eines Banditen der gelben Turbane. Zwei. Wo ist eins? Oh Gott, endet jetzt alles da, wo wir begonnen haben. Ich muss erst eins finden. Dann können wir lesen. Das geht sonst nicht.
wir sollten das wirklich erstmal machen hier. So, gib mir Levels. Reisen. Oh. Teil 7, der geduckte Drache brüllt. Ach, schön. Schön, wir haben sowieso erstmal ein bisschen was zu tun. Dizzyflöte. Im Geheimdorf. Ja, wir haben, ja, wir machen aber erstmal Stufenaufstieg. Krass. So, und jetzt würde ich gern diese eine Notiz noch finden wollen. Wir gucken mal schnell, ob die hier oben irgendwo ist. Ich glaube, der Kampf beginnt erst, wenn wir da wirklich reinhüpfen in dieses, okay, gut, alles klar. Die Notiz muss hier noch irgendwo sein. Ich habe die Notiz verpasst. Ich hasse das. Also wenn ich jetzt schon zwei finde, will ich auch eins finden. Und dann werden wir natürlich erstmal woanders hinreisen und ein bisschen Nebenaufträge machen. Kaputt machen kann ich es nicht mehr. So. Wenn ich ein gelber Turban wäre, wo hätte ich eine Notiz hinterlassen? Hm, oder machen die es wieder nur, um mich zu ärgern? Ich habe ein bisschen Hunger irgendwie. Hm. Dann vielleicht mal was essen hier. So, ja. Krass hier, aua, meine Nase. Vor allem, aua, meine Nase krabbelt. Kann ich irgendwo rein? Da brennt Feuer drin. Da wohnt jemand. Ich sehe das doch. Da war nichts drin. Kann man hier irgendwo rein? Nee, gell? Alle zugeschlossen. Hm. Wahrscheinlich muss ich jetzt ganz alleine gegen ihn kämpfen. Auch die, ich habe ja mal gesagt, dass die Kämpfe mit am coolsten sind. Wenn man ganz alleine gegen irgendwie so einen normalen Soldaten oder so kämpft. Meisten Spaß gemacht, weil da kommt es wirklich aufs Timing an. Ha, was ist hier los, ne? Was soll das? Das war das hier und das war unsere krasse Hütte, gell? So, hier haben wir krass rumgehütet. Hm, na gut, wenn ich jetzt hier nichts finde, dann ist es halt so, ne? Ich komme hier nirgendwo rein. Ach, hier vorne. Hier rein. Okay. Hm. Okay, vielleicht gibt es auch gar keine Notiz von Notiz Nummer 1. Kann natürlich auch sein, ne? Bisschen seltsamer auch könnte sein. Wir machen jetzt mal schnell alle Kisten kaputt und dann ist wahrscheinlich... Hm. Da ist Feuer drin. Oh, guck mal, das sieht cool aus hier. So, hier haben wir eine Notiz gefunden. Umtopf waren keine, weil die hätten wir sonst auch gesehen. Hier liegen überall nur gelbe Dingers. Sind die alle zu Staub zerfallen? Und warum haben die uns jetzt mit dem alleine gelassen? Ich weiß noch, dass der irgendwie komisch ist. Das empfinde ich jetzt halt echt als unschön. So, gut. Dann diesmal eben halt das, was wir jetzt bekommen haben bisher. Hm.
In einem kleinen Schrein in einem verlassenen Dorf gefundene Tafel. Sie scheint von einem Banditen der gelben Turbane verfasst worden zu sein. Die obere Hälfte fehlt. Ich habe genug davon, wirklich. Wie viele müssen noch sterben, bis unser Traum wahr wird? Der gelbe Himmel ist nichts als eine Fantasie, wenn wir weiterhin so viele Schlachten verlieren. Zur Hölle mit diesem Taiping-Daoismus-Schwachsinn. Ich trete der kaiserlichen Armee bei. Ich werde die gelben Turbane töten. Ich werde jeden einzelnen von ihnen töten. Oh, der hat ganz schön was vor hier. Wir haben jetzt auch was vor, nämlich gar nichts mehr. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag. Bleibt gesund. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, derzeit spielen wir auf diesem Kanal Gollum. Das läuft jetzt jeden Tag um 17 Uhr. Und um 20 Uhr läuft nun Vagrant Story. Ist auch ganz schön knackig und da muss ich mich echt mal mit dem Kampfsystem auseinandersetzen. Von damals, von der PS1. Und ja, schaut da gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Ansonsten natürlich bis morgen 10 Uhr. Tschüss.